Die Gebärdensprache ist eine Sprache, mit der sich gehörlose oder schwerhörige Menschen verständigen können. In der Gebärdensprache wird nicht mit der Stimme, sondern mit dem Körper gesprochen oder eben gebärdet. Mit den Händen, den Armen, dem Oberkörper und dem Gesicht. Um Gebärdensprache zu verstehen, braucht es also nicht die Ohren, sondern die Augen und man muss die ganze Zeit Blickkontakt miteinander haben. In einer einzigen Gebärde stecken meist viel mehr Informationen drin als in einem gesprochenen Wort. Zum Beispiel je nachdem, wo genau die Hände sind, welchen Gesichtsausdruck eine Person beim Gebärden macht und welche Worte sie lautlos mit dem Mund formt. In Gebärdensprache lässt sich alles ausdrücken, was sich auch mit Lautsprache ausdrücken lässt. Manche Gebärden sind wie ein mit dem Körper dargestelltes Bild. Zum Beispiel die Gebärde für Baby. Andere sind nicht so leicht zu verstehen, wenn man sie nicht gelernt hat. Zum Beispiel die Gebärde für den Begriff grün. Dazu gibt es noch das Fingeralphabet. A, B, C und so weiter. Zu jedem Buchstaben gehört ein Handzeichen. In der Gebärdensprache wird es zum Beispiel verwendet, wenn ein Name oder ein unbekanntes Wort buchstabiert wird. Übrigens, so wie es in der Lautsprache Chinesisch, Russisch oder Spanisch gibt, so gibt es auch ca. 200 verschiedene Gebärdensprachen auf der Welt. In der Schweiz zum Beispiel deutschschweizerische, französische und italienische Gebärdensprache. Und innerhalb der Deutschschweiz gibt es sogar 5 Gebärdendialekte, nämlich in Basel, Zürich, St. Gallen, Luzern und Bern. Schon vor rund 200 Jahren gab es die ersten Gehörlosenschulen in der Schweiz. Leider begann im Jahr 1880 eine lange Zeit, in der Gebärdensprache verboten war. Gehörlose Kinder sollten lieber Lautsprache sprechen und von den Lippen ablesen lernen. Erst vor rund 40 Jahren begann sich dies wieder zu ändern und heute ist es für viele Gehörlose oder Schwerhörige selbstverständlich, in ihrer Schule Gebärdensprache zu verwenden.